Wir dürfen heute, Gott sei Dank, wieder einmal gemeinsam gute Nachrichten verkünden. Wir haben nach wie vor in Österreich sehr niedrige Ansteckungszahlen. Wenn man sich zum Beispiel die Zahlen heute ansieht, 5 Bundesländer ganz ohne Neuinfektionen, 2 mit einem Fall, 1 mit 2 Fällen und ein Bundesland mit 23 Fällen. Wir haben in den letzten Tagen, ich möchte sogar sagen in den letzten Wochen, stets herausragende Werte gehabt bei den Neuinfektionen. In den letzten Tagen stets Neuinfektionszahlen von unter 50 pro Tag. Also wir sind in Österreich auf einem guten Weg und wir dürfen uns alle gemeinsam bei der österreichischen Bevölkerung bedanken. Die Menschen in Österreich haben viele Opfer erbracht, haben viele Anstrengungen unternommen, die es möglich gemacht haben, dass wir heute so gut dastehen. Wir können daher in die nächste Phase eintreten. Weniger Regeln, mehr Eigenverantwortung. Der nächste Schritt in Richtung Normalität kann gesetzt werden und das ist gut so. Gerade was die Maske betrifft, ist uns vollkommen bewusst, der Mund-Nasen-Schutz, das war und ist ein Kulturwandel für Österreich. Das war und ist ein Kulturwandel für alle von uns. Und auch wenn wir eigentlich alle gerne sofort darauf verzichten würden, so können wir noch nicht gänzlich darauf verzichten. Aber was möglich ist aufgrund der guten Entwicklung, wir können, und das ist gut so, Schritt für Schritt die Maske ein Stück weit ablegen. Und wir sind froh, Ihnen heute weitere Details der Lockerungen präsentieren zu dürfen. Nach den Lockerungsschritten, die wir bereits in den letzten Wochen setzen konnten, ist es aus heutiger Sicht möglich, dass wir ab 15. Juni den Mund-Nasen-Schutz verpflichtend nur noch in 3 Bereichen tragen müssen. Nämlich zum ersten in den öffentlichen Verkehrsmitteln, zum zweiten im Gesundheitsbereich inklusive der Apotheken und zum dritten bei Dienstleistungen, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, wie zum Beispiel bei Friseurinnen und Friseuren und auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Gastronomie. Das bedeutet, dass der Mund-Nasen-Schutz nicht mehr verpflichtend im Handel oder auch der Schule zu tragen ist, dass er für Konsumenten in Gastronomie und Tourismus nicht mehr verpflichtend zu tragen sein wird. Wir empfehlen aber dringend, und ich habe einleitend gesagt, die Eigenverantwortung wird wichtiger, wir empfehlen dringend, den Mund-Nasen-Schutz natürlich überall dort nach wie vor zu verwenden, wo es Menschenansammlungen gibt, wo es eng ist und wo mit fremden Menschen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Wir sehen es auch positiv, dass viele Unternehmen, dass viele Institutionen in Österreich selbst sich Sicherheitskonzepte überlegt haben und so einen Beitrag dazu leisten, dass wir die Ansteckungszahlen weiterhin niedrig halten können. Darüber hinaus, sehr geehrte Damen und Herren, haben wir auch weitere Lockerungsschritte für die Gastronomie beschlossen. Und zwar auch ab 15. Juni soll die Sperrstunde auf 1 Uhr ausgeweitet werden und die Aufhebung der 4-Personen-Regel stattfinden. Das bedeutet, der Abstand zwischen Gruppen, die nichts miteinander zu tun haben, der bleibt natürlich 1 Meter. Also die Tische müssen weiterhin 1 Meter zumindest auseinanderstehen, damit der entsprechende Mindestabstand bei Gruppen, die nichts miteinander zu tun haben, gewährleistet ist. Aber wie groß die einzelnen Gruppen sind, die hier gemeinsam in der Gastronomie essen gehen wollen oder konsumieren wollen, das können die Wirte gemeinsam mit ihren Gästen selbst entscheiden. Abschließend, bitte unterliegen wir alle gemeinsam keinem Irrtum. Das ist mir bei all den Lockerungsschritten, die wir Gott sei Dank setzen können, wichtig zu betonen. Das Virus ist nicht ausgelöscht. Wir haben es geschafft, dass die Infektionszahlen in Österreich irrsinnig schnell gesunken sind. Aber genauso schnell wie Infektionszahlen sinken können, können sie auch wieder ansteigen. Wir sollten daher alle gemeinsam nicht leichtsinnig werden. Wir sind froh über die Entwicklungen in Österreich, aber wir wissen anhand unserer Partner in Singapur, in Südkorea, wie schnell es wieder zu einem Anstieg kommen kann. Und daher
werden wir als Bundesregierung auch stetig die Maßnahmen anpassen müssen. In dem Fall, derzeit, sind wir froh, dass wir diese Anpassungen vornehmen können, weil das bedeutet Lockerungen. Ich bin aber auch so ehrlich, dass ich heute dazu sage, wenn die Situation sich verschlechtert, dann wird es notwendig sein, regional wieder Maßnahmen zu steigern. Wir sind hier in engem Dialog mit den Landeshauptleuten und sowohl in der Bundesregierung als auch in den Ländern ist das Bewusstsein da, dass wir bei einer Steigerung der Ansteckungszahlen in gewissen Regionen natürlich regional darauf reagieren müssen. Wenn es über Regionen hinausgeht, dann wird es notwendig sein, national darauf zu reagieren. Das ist unsere Verantwortung als Regierung, die Verantwortung, die jeder Einzelne hat, und das ist meine abschließende Bitte an jeden Österreicher, an jede Österreicherin. Die Grundregeln, die gelten nach wie vor und sie sind in Wahrheit das Allerwichtigste. Überall dort, wo es möglich ist, halten wir zumindest einen Meter Abstand. Überall dort, wo es möglich ist, halten wir Abstand und verzichten wir auf das Händeschütteln oder andere Begrüßungsrituale, bei denen man sich zu nahe kommt. Und natürlich gilt nach wie vor Hygiene, Desinfektion, das Tragen von Mund-Nasen-Schutz bei Menschenansammlungen oder wenn man sich zu nahe kommt aufgrund von Enge in gewissen Gebäuden. Das macht Sinn und ist auch dann gut, wenn es jetzt nicht mehr verpflichtend sein wird, sondern in die Eigenverantwortung übergeht.